Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Angelunterhaltung. Heute hier an diesem nebligen Tag bei The Fisher Online. Freunde, wir müssen weiter leveln. Und ja, wir wollen hier das nächste Gewässer hier erreichen. Deswegen werden wir uns heute mal wieder an einen unserer Lieblingsspots begeben und viele, viele Fische fangen. Das heißt, wir müssen hier einmal quer durch die Wildnis. Ich glaube, ihr kennt ungefähr schon die Richtung, in die ich gehe. Ich fange hier wirklich die besten Fische an dieser Stelle. Ich meine, ich habe es schon an einigen anderen Stellen probiert und die Stelle toppt eigentlich aktuell nichts. Ganz ehrlich, wenn ihr eine bessere Stelle kennt, lasst mich wissen. Würde ich mich drüber freuen, hier mal ein bisschen was Neues zu testen. Und ja, by the way, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal und Ding Dong. Aktiviert die Glocke. Da freue ich mich sehr drüber. Euch kostet es gar nichts und mir hilft es sehr. Genug der Eigenwerbung. Wir müssten auch gleich an der Stelle sein. Wenn ich mich hier mal ganz kurz durchs Gebüsch geboxt habe. Ja, hier auch nicht. Da auch nicht. Habe ich mich jetzt hier tatsächlich verlaufen? Sind wir jetzt richtig? Ja, nicht ganz. Egal, Leute, wir testen heute auch mal einen neuen Spot. Ich finde den Spot gerade nicht mehr. So, zack. Wir packen hier natürlich an der Stelle hier wieder den Blutwurm drauf. Der läuft hier irgendwie am besten. Und wir machen mal hier eine fluoreszierende Pose drauf. Damit wir auch ein bisschen was sehen können. Mal gucken, ob die Stelle genauso gut funktioniert. Wenn nicht, müssen wir uns gleich nochmal umpositionieren. Weil ich hatte jetzt keine Lust mehr hier, mich durchs Gestrüpp zu kämpfen. Wunderschönes Wetter heute zum Angeln, meint ihr nicht auch? Ja, kurzes Update. Wir sind hier kurz vor Level 9. Haben hier schon ein paar Fische gefangen jetzt in letzter Zeit. Und ja, ich kämpfe mich halt hier durch die Karauschen und durch die Giebeln und durch die Haseln und Flussbarsche und das Flussbras. Um hier jetzt Stück für Stück zu leveln. Ich wüsste nicht, wie das hier sonst schneller gehen sollte, sag ich mal. Ich glaube, die Stelle hier ist gerade wirklich nicht optimal gewählt. Wo sind wir dann? Ich glaube, ich hätte noch ein Stück weiterlaufen sollen. Ah ne, es geht los. Hier wohl doch Fische. Karausche. Ein bisschen klein, aber ja. Mal schauen. Ja, ansonsten, lasst mich doch mal wissen, wie gefallen euch meine Fisher Online Videos. Wollt ihr von dieser Reihe mehr sehen? Dann lasst mich wissen. Ich glaube, ich mache ja auch noch so eine Tutorial-Reihe zu Fisher Online. Sobald ich selbst nicht mehr so ein großer Noob bin. Könnte noch ein bisschen dauern. Muss mich hier noch ein wenig durch die Mechaniken angeln und durcharbeiten. Ich habe letztes Mal versucht, Fischfetzen herzustellen und bin kläglich gescheitert. Man kann ja hier bei Köderherstellung dann Fischfetzen herstellen, wenn man die entsprechenden Fische hat. Oh, schöner Biss. Bleibst du mal da? Ja, genau du, bleibst da. Was bist du denn? Eine Giebel. By the way, man kann die Fische drehen. Wusste ich nicht. Zwar nur so in die Richtung, aber ja, zumindest mal was Neues gelernt hier mitnehmen. So, der Kescher ist übrigens, das wir hier gerade gesehen haben, komplett leer. Das ist das Setup, mit dem ich hier stehe. Und ja. Da war doch gerade was dran, oder? Komm schon. Beißen. Ja. Oh! Okay. Kurz mal roter Bereich hier.
Bis sie die Bremse zurückdrehen müssen, haben wir hier die nächste Giebel. Die nächste dicke Giebel. Okay, die nehmen wir mit. Die bringen Geld. Ich wollte schon Silber sagen, aber ich glaube, hier sind es keine Silbergroschen, sondern was anderes. Ja. Online-Zeit 20 Stunden, wie man hier sehen kann. Leute, bin ich noch ein Noob oder bin ich kein Noob mehr? Ich gehe davon aus, ich bin noch ein Noob hier. Aber ja, schon das dritte Gewässer in der Zeit. Wie lange habt ihr gebraucht auf dieses Gewässer? Wahrscheinlich ein bisschen flotter als ich. Ich habe ein bisschen viel rumgedrödelt, mir ein bisschen viel angeguckt. Gehe ich mal stark davon aus, dass sie einfach, oder dass die meisten einfach straight sich durchangeln, durchleveln. Irgendwie haben mich die Umgebung ein bisschen arg interessiert, habe mich ein bisschen viel umgeguckt und habe da, glaube ich, ja, die ein oder andere Minute rein investiert. Auch hier der Fluss Braden, habe ich noch nicht mal ansatzweise hier irgendwie erkundet. So riesengroß ist das Ding. Können wir die Taschenlampe eigentlich ausmachen? Ja, gut. Sonderlich viel bringt es auch nichts mehr. Sonderlich viel bringt sie uns gerade auch nicht. Ah, okay, nächster Biss. Könnte ja ruhig mal was Interessantes sein. Hast du wieder losgelassen? Okay, jetzt. Okay. Der Fisch ist gewaltig. So einen Ausschlag hatte ich ja schon lange nicht mehr auf der Route. Es muss eindeutig was Großes sein. Was bist du? Droffi-Giebel, oder? Krieg ich jetzt hier mal meine zweite Droffi in-game? Okay. Ich dachte, du wärst eine Droffi. Von der Action, die du hier gerade gemacht hast, dachte ich echt, du wärst eine Droffi. Dann halt nicht. Ja, Freunde. Also, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal fleißig weiterangeln. Ich glaube, der Nebel verzieht sich langsam. Und was war hier mit der Pose los? Hallo Freunde, hier bin ich wieder. Ja, der Nebel verzieht sich. Das Wetter wird besser. Unglaublich. Damit habe ich heute hier schon gar nicht mehr gerechnet. Schönes Wetter. Wir sehen auch wieder, wo wir sind. Hier gegenüber müssen wir uns stellen. Also wir sind ein bisschen falsch von der Position her. Wo ich zumindest eigentlich stehen möchte. Obwohl ich sagen muss, die Giebeln hier gefallen mir. Deswegen bleiben wir einfach hier. Eigentlich hatte ich mich hier gegenüber positioniert, also ein bisschen weiter hier links hinter die Büsche. Aber ich muss sagen, die Fische hier, also die Fische hier, die beißen, sind bisher lukrativer. Deswegen ändere ich daran gerade mal gar nichts. Entspann dich. Die nächste dicke Giebel, oder was bist du? Ja, die nächste dicke Giebel. Ja, nehmen wir mit. Nochmal ganz kurz für alle, wo wir hier uns jetzt genau befinden. Könnt ihr nachmachen, funktioniert. Blutwurm drauf. Und was ist es denn eigentlich? Ein winzig F. Ja, Nummer 24er. 24er Haken. Und dann ab geht's. Fangt die Giebel. Ein bisschen Glück heute bei der Größe, kriegt man vielleicht noch die Trophy-Giebel dran.
Würde ich mich drüber freuen, hätte ich mal wieder was Neues hier. Weil ich glaube, also ich bin nicht 100% sure, aber ich glaube, ich habe hier bisher nur eine Trophy und das geht ja mal gar nicht. Karausche. Okay, ich lasse den Fisch in Ruhe. Weiter geht's. Ja, mal schauen. Wir sind hier irgendwie demnächst mal Richtung Level Up unterwegs. Würde mich freuen, wenn wir das noch ins Video mit reinkriegen. Ich denke nicht, dass wir heute es schaffen, den Flusspirat zu verlassen und das nächste Gewässer zu bereisen. Das wird mich noch den ein oder anderen Angeltag hier kosten. Weil wir müssen Level, ich glaube 14. Ich glaube mit Level 14 kommen wir hier ans nächste Gewässer. Ich muss gleich mal nachschauen, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Schöne Karausche. Werfen wir hier ganz kurz aus und dann nehmen wir kurz das Handy in die Hand. Das nächste Gewässer, ja, Polen, Karpaten, 14 bis 100. Also ein bisschen müssen wir noch hier leveln. Ist doch ein kleiner Weg. Jetzt zeige ich danach hin. Level 15, okay, das geht. Level 17, 18, 20. Es ist hier nur von Level 3, also von Gewässer 3 zu 4. Ist das so ein gewaltiger Schritt, ansonsten geht es hier eigentlich. Okay. Komm, entspann dich, so groß bist du nicht. Ja, yep, habe ich es mir doch fast gedacht. Du denkst, du wärst ein Gigant, ist es aber nicht. Zack, weiter geht's. Aber ich muss sagen, der Kescher fühlt sich langsam und ich glaube, die Gibbeln sind gar nicht mal wenig wert, ne? Zusammen mit den Karauschen, ja, kann man machen. Und was ich vorhin gemeint hatte, hier ködert, kann ich jetzt hier Fischfetzen, Fischfilet, Fischinnereien herstellen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich drücke hier drauf, das funktioniert nicht. Vielleicht brauche ich ein Messer oder so. Irgendwie so ein Filetiermesser. Falls jemand weiß, ab in die Kommentare. Hab's jetzt ein paar Mal probiert. Mir ist gerade nichts aufgefallen, dass ich falsch mache. Ich kann sie anklingen und ich klick's auch an. Oh, schöne Rotfeder. Ich klick die Fische hier auch an. Köderhersteller. Dann habe ich hier einen Button, da passiert nichts. Wenn ich hier drauf. Ah! Okay. Freunde, wir sind gerade gemeinsam etwas schlauer geworden. Okay. Ja. Jetzt habe ich eine schöne Giebel zerstückelt. So war das nicht geplant. Schön, dass wir es auf Video haben. Freunde, kann ich jetzt mit den Fischen reinmachen? Sammlungen. Rebskern. Ich habe hier auch irgendwelche Karten geschenkt bekommen. Weiß auch noch nicht, was ich mit denen herstellen kann oder wie ich überhaupt die Karten hier verwenden kann. Ich bin hier manchmal noch etwas lost. Eindeutig. Ja, die schöne Giebel einfach zerstückelt. Das war wirklich nicht geplant. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Wenn ich jetzt hier auf Fischfetzen gehe, dann könnte ich jetzt beispielsweise die kleinere Giebel hier zu Fisch. Ja, es funktioniert. Okay, drei Fischfetzen. Ist gar nicht schlecht, dass man jetzt wissen, wie man Fischfetzen herstellen kann. Weil. Mitnehmen. Weil. Ich habe gesehen, hier gibt es Flusskrebse. Hier im Gewässer. Moment, ich zeige es euch mal ganz kurz. Fischbesatz. Rekorde. Und hier. Sumpfkrebse. Whatever. Auf jeden Fall Krebse. Und die beißen hauptsächlich auf Innereien oder auf Fischfetzen. Das heißt, ich hätte gern mal so ein Viech. Und deswegen habe ich die Fischfetzen jetzt hergestellt. Obwohl ich gesehen habe, die Innereien machen eigentlich mehr Sinn. Kann ich die jetzt einfach da dranhängen? Den Blutwurm wegmachen. Ich kann da jetzt einfach die Innereien dran klatschen. Okay, schauen wir mal, was passiert. Das ist jetzt hier der erste gemeinsame Test auf das Zeug. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich sehe, die Pose geht unter. Okay, ich erkenne ein Problem. Ich erkenne da ein Problem.
Irgendwie ist der Köder eventuell ein bisschen zu schwer für meine Hose. Hol mal das Ding mal wieder rein. Muss mich dann später mal, erinnert mich dran, nach einer Pose umschauen, die das eventuell packt. Ah, die wiegen 8 Gramm. Was wiegt der Blutwurm? 0,3. Okay. Erklärt einiges. Level up! Hallo, um sicherzustellen, dass Sie kein Bot sind, lösen Sie bitte folgende Aufgaben. Was ist, wenn man kein Mathe kann? Okay, blöde Antwort. Aber interessant. Hallo, um sicherzustellen, dass Sie kein Bot sind. Okay, ja, ist gelöst. Leere Karte. Ein Stück. Ja, gut. Leute, unser Level up mit einer Giebel. Nice, nice. So kann's laufen. Mitnehmen. Weiter geht's. 5 plus 5. Wir hätten auch einfach eine Frage stellen können, also anstatt hier Mathe zu. Ja. Ihr wisst schon. Oh, 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 oh. Oh, oh. Müsst ihr nächste drauf hier oder das nächste fette Ding, ne? Giebel, okay, keine Trophy. Freunde, letzter Fisch. Dann brechen wir unser Lager hier ab. Und brechen auf. Whatever. Wir gehen. Grob übersetzt, wir gehen. Hat das Game das jetzt gehört? Mit dem letzten Fisch. Also Zeit hier so eine Frequenz wie im Traum. Komm, spreche ich es nur an, dass das unser letzter Fisch wird. Passiert nichts mehr, oder was? Ernsthaft jetzt, Game? Ernsthaft? Really? Unglaublich. Da weiß man schon nicht mehr, was man sagen soll. Wir fummeln mal ein bisschen hier im Satzcache um. Aha, da ist es. Kaum hat man die Pose nicht mehr im Blick. Kann man die Fische triggern. Schon interessant. Ja, die letzte Karausche des Tages. Ja, noch mal kurz Karussell fahren, bevor du eingesteckt wirst. So, dann wollen wir mal die Teleportfunktion nutzen. Zack. Wir sind wieder am Start. Und ja, wollen wir noch ein paar Fischfetzen herstellen? Mal ganz kurz überlegen. Ich kann euch jetzt erstmal sagen, was das im Großen und Ganzen erstmal gebracht hat. Wir würden knapp 260 Silbermünzen bekommen. Köderherstellung. Wir könnten nun theoretisch. Nee, die Kilo-Dinger will ich nicht zerstückeln. Ich hätte gerne Fischfetzen. Da bleiben dann noch die Viecher übrig.
Und dann nehmen wir die grüne Giebel. Was bringt denn die grüne Giebel? Fahren wir hier um. Grüne Giebel würden wir 8. Oh, okay. Das ist schon teuer, die Viecher zu zerstückeln. Ja. Das ist schon einiges, was man da dafür opfert. Aber ja, ich würde sagen, wir werden hier jetzt auf jeden Fall eine Giebel zerstückeln. Und zack, Fischschätze draus machen. 4 Stück. Lass mal hier immer wieder mal ein bisschen was hier verarbeiten. Die Art und Weise kriegen wir dann die Köder, die wir brauchen. Was sind denn das eigentlich alles für Fische hier? Hechte. Okay. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen, das war's von dieser Folge hier. Das nächste Mal werden wir uns hier so ein Auto ausleihen. So einen stylischen Jeep. Und dann werden wir hier den Fluss Brahma ein bisschen in dem Fahrzeug unsicher machen. Ich möchte gern diese Stelle hier mal ein bisschen ausprobieren. Die sieht relativ interessant aus. Und dann würde ich gerne hier, wo die Insel in der Mitte ist, noch ein bisschen rumexperimentieren. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und Ding Dong. Aktiviert die Glocke. So verpasst auch du keinen spannenden Content mehr. Leute, das war's. Ich bin raus. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fischer Online. Euer Pate.